Hey ho, Total War Fans und herzlich willkommen zurück in Pharao. Die Tyrsener Welle haben wir fast erledigt. Aber die können wir leider nicht mehr marschieren. Wir haben hier noch eine Tyrsener Armee und eben hier auf Zypern eine. Ich hoffe mal, dass die hier angreifen. Ich bin bereit, für den Frieden zu arbeiten. Und falls sie die hier schlagen sollten, dass zumindest die mich dann hier schützen und hier rumkommen, weil ich ja hier im Hinterhalt liege. Also wäre zu schön, wenn er hier die Tyrsener hier angreifen könnte. Ein bisschen was ist noch zu erledigen. Ja, einmal können wir an den Hof. Sprecht jetzt, Höflinge. Und eure Worte werden mir eure Herzen offenbaren. So, es ist bald wieder Horus geleitet. Dann hoffe ich mal, dass wir diese Position hier besetzen können. Und wir können jetzt hier erstmal uns die Verbindungen gönnen. Ich habe geschworen, meine Macht für das Gute einzusetzen. Ja, auch noch hier Komplotte. Dies scheint mir angemessen. Gegen uns. Nochmal hier tratschen. Wie es scheint, sind nicht alle höfischen Angelegenheiten eine Nervenprobe. Leider nichts freigeschaltet. Hey, warte mal, hier. Warum flüstern wir? Aha. Oh, deshalb. Das hat eine Chance von 0%. Ankira macht ja jetzt gegen uns an. Aber naja, 0%. Das ist okay, sag ich mal so. Wir machen ja gegen Hubishna schon einen Komplott. Erpressen. Das ist nicht schlecht. Tja, Ankira oder Supiluliuma. Komm, mit Ankira wollen wir bald Krieg machen. Dann gehen wir mal langsam rein hier. Aha, hier können wir ihm die Position wegnehmen. Hier rauben wir ihm 3 Legitimationen. Legitimation kann ich gebrauchen. Komm, wir diskreditieren den hier mal. Auch 100% Chance. Das war schon mal gar nicht so schlecht. So, alles mit Bauen kann ich vergessen. Die Steine gehen jetzt nochmal runter durch den Handel. Die Menschen wanken noch. Also wären es dann, wenn, dann nur noch die hier. Veteran aus Khati. Alles klar, den können wir uns schenken. Ich will nur, dass meine Beute leidet. Kuh runter. Tja, der Angriff, ich kann nicht seine gesamte Linie hier abdecken. So viel Armeen habe ich nicht. Ich bräuchte irgendwie mal ein bisschen Aufklärung. Die Klinge von Khati. Ja, ich weiß, das mag er nicht. Aber ich will sehen, was er ist. Ah, warte mal, nehmen wir mal hier den mit. Damit du ein bisschen weiter laufen kannst. Gucken wir mal, ob hier schon aufgeklärt wird, ob er da was drin hat. Ja, da ist, glaube ich, nichts drin. Abmarsch! Aha. Der wird hier sogar belagert. Von den kaskäischen Eindringlingen. Mich ganz ehrlich, die lasse ich da zum erstmal kämpfen. Blutvergießen geboren. Wir stellen uns hier vorne mal hin. Alle für Khati! Gekrönter König. Hier hat er dann noch eine Stadt. Die wird auch belagert, ne? Sonst wären doch hier die Dinger nicht da drum. Da oben scheint so einiges los zu sein. Hier geht eine Straße lang. Dann gehe ich erstmal wieder nach hier. Schon allein mit diesen scheiß Eindringlingen hier. Bin auf der Pirsch.
Ja, sollte hier was kommen, das müssen die hier regeln. Die Klinge von Hati. Da kommt nochmal ein Handelsposten. Dann gehst du hier erstmal lang. Und dann hau ich mir den hier oben mal in den Hinterhalt. Wenn dann hier irgendeine Armee kommt, dann soll die hier mal reinlaufen. Richtig weit gibt's gar nicht, wa? Aber wenn ich hier reingehe, ist vielleicht mehr eine Gebirgskarte, falls es zu einer Schlacht kommt. Ja, kann auch easy peasy noch hingehen. Zu meinem Ziel! Versteckst du dich hier mal? Ach ja, Iriati. Die Klinge von Hati. Rekrutieren machen wir lieber erstmal nicht. Dann kannst du eigentlich da mal unten mit der anderen Armee mitkommen. Wenn wir den dann angreifen sollten, kann er hier mit einsteigen. Voran! So, die Danunea, die müsst ihr ja auch irgendwo rumhängen. Ja, bauen machen wir alles nicht. Ja, und lokale Gottheit, da ist mir Arena noch ein bisschen zu niedrig. Dann schießen wir jetzt hier die Runde ab. Ramses! Ramses? Ramses ist hier bei uns, ey. Das ist ja echt krasse. Ja, und er greift an. Und er hat sie vernichtet. Jawohl. Ach, Ramses will doch jetzt hier etwa nicht Stress haben, oder? So, Suppi geht erstmal da oben wieder weg. Ah, das, was wir da bei Ankira gesehen haben, das ist schon sehr, sehr interessant. Unter Umständen hat er uns gar nichts entgegenzusetzen. Der ist ja auch schon ewige Zeiten, wenn man den so in Diplomatie anklickt, der hat gar keinen roten Balken mehr. Das ist alles gelb. Wahrscheinlich, weil er keine Bronze kriegt. Er hat ja da oben keine Bronzeregion. Ja, dann würde ich sagen, die Kananier beenden ihren Zypernurlaub. Das heißt, ich kann mit Ramses handeln. So, Danunea Sippe ist jetzt dran. Aha. Die fahren im Moment zumindest so, als wenn sie hier irgendwo landen wollen. Und die fahren erstmal nur nach Osten rüber. So, Tyrsena Sippe geht wieder in die Belagerung. Fangen wir mal ruhig immer wieder von vorne an. Ja, und ich dachte schon. Er dachte mir den kaputt. Und auf dem Rückweg macht er mir den auch noch kaputt. Nee, der ist heile geblieben. And it's Horus geleit. Nein, ich brauche meine Hofaktion. Euer Bote hatte einen zerbrechlichen Schädel. So, es bedeutet, Ramses ist im Diplomatietab verfügbar. Also bin ich mir jetzt eigentlich ziemlich sicher. War irgendwo was von Ägyptern? Nee, Ramses ist irgendwie noch nicht da. Das ist schade. Ja, das ist echt zu schade. Das wäre schön gewesen. So, auf jeden Fall machen wir Steine wieder plus. Und wenn ich mir das Minus da oben angucke, dann müssen so einige Handelsbonusse ausgelaufen sein. Und wahrscheinlich mein ganzer Handel, den ich gemacht hatte. Das ist schon übel. Die Klinge von Hati. Tja, du musst auf jeden Fall erstmal hier auf Zypern bleiben. Man weiß ja nie, was sie da nun näher vorhaben. Haltet die Augen offen! Damit ich zwischen diesen beiden Regionen hin und her eiern kann. Ich sollte mich wohl daran gewöhnen, ans Regieren.
Die Reise geht weiter. Jen. Naja. Hoffen wir mal, dass Ramses keinen Stress will, weil er da mit einer 20er kommt. So, lokale Gottheit immer noch. So, königlicher Erlass ist wieder in Kraft getreten. Das waren ja auch nur 3 Runden. Mehr Einfluss. Mehr Bronze bei Bündnis mit Hethitern. Ja, war das mit dem Holz bei Bündnis mit Kanaanern? Ich nehme das jetzt erstmal mit. Ich hoffe mal, nicht Angriffspakt reicht aus. So, dann, was mit ist aus den Komplotten geworden? Vereinen sich die Herde und das Jagdrudel zu einer Gemeinschaft aus Zähnen und Klauen. Also Ankira ist halt auf jeden Fall weg. Die gegen uns sind gescheitert. Ja, und das von Hubischner gegen Ankira hat halt geklappt. Das Bedrohen, deswegen ist unser Land ungültig geworden. So, wir haben bei denen hier schon wieder genug Achtung. Das gibt 7 Legitimationen. Das gibt 14 Legitimationen. Geringere Baukosten zum Horusgeleit. Und wenn man heilige Länder besucht, kriegt man Ressourcen und einen Komplott unterschlagen. Den beanspruchen wir. Achso, dann muss ich da ein. Wen nehmen wir? Komm, wir nehmen Dumana. Armee sollt ernennen. Rabatte anwenden? Aha! Tja, aber warte mal, ich will hier erstmal rein. Jetzt! Ha! Jetzt haben wir das. Aha, hier gibt's noch 2 Funktionen, von denen ich überhaupt nichts wusste. Oh, jetzt entdecke ich die erst. Das ist ja geil. Machen wir Axteinheiten? Schippe-Schwerteinheiten ist, glaube ich, noch ganz gut. Weil wir könnten ja auch Streitwagen nehmen. Die sind ja wieder mit am teuersten. So, Bauarbeiterlöhne können wir hier auch machen. Oh Gott, das sind immer diese Rabatte, die mir angezeigt wurden. Und ich habe das gar nicht geschnallt. Ich dachte, das ist dann so ein Autorabatt, den man halt hat, wenn man irgendwas baut. Geil, mal wieder was Neues entdeckt. Man lernt nie aus. Ja, Außenposten und Produktion können, glaube ich, so bleiben. Verwaltung. Ich glaube, Provinzverwaltung wäre besser. Den haben wir auch angewendet. Ey, geil. Ey, cool, wer das Neues entdeckt. Und jetzt müsste das hier nämlich auch weg sein. Ach nee, warte mal. Da ist das. Ja, dann wird einem das hier auch nicht angezeigt. Ey, Mann. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Hätte ich wahrscheinlich so viele Ressourcen sparen können. Ja, das ist doch mal richtig toll. Bei meiner Ehre. So, ja, der hat zum Beispiel keinen Handelsbonus, er hier auch nicht. Die Welt hat nichts von ihrem Charme verloren. Er kommt verloren. Auch auf jeden Fall an ihn noch nicht ran. So, hier ein Bonus einkassiert. Gucken wir mal, wie weit wir auch kommen. Ich da noch mal einen mitgenommen. Ich bin nur euer sterbliches Werkzeug.
Ja, kommen wir doch ran. Jetzt kriegt er ja nochmal die Hälfte wieder. Aber dann zieht er sich sicherlich zurück. Und dann kommen wir nicht mehr ran. Naja, die Belagerungszeit für ihn hat wieder angefangen. Die alte Einheiten sind fast voll. Ich meine, der soll von mir aus halt ruhig angreifen, ne? Kann wir er gerne machen. Stabilere Mauern. Ja, du läufst immer hinterher. Meine Hand fühlt sich schon stärker an. Dann schlägst du sie auch nochmal zu. Mir nach! Ey. Über ey. Land! Stellt sich aber so ein bisschen hinter ihn. Marschiert, Männer! Ja, sollte er dann halt nächst jetzt die Runde nicht angreifen, dann greifen wir ihn an. Dann haben wir genug Bewegungspunkte, um ihn endgültig fertig zu machen. Nicht, dass er hier, ne, irgendwie jetzt zurückgeschlagen wird und dann läuft er nochmal irgendwo anders hin. Haben die den irgendwie angehackt oder so? Ja. Also den konnten sie nicht mehr einreißen. Tja, da hatten wir den Arena-Schrank. Ach nee. Da machen wir einen Handelsposten hin. Ja, Mist. Habe ja nicht genug Steine. Müssen wir noch eine Runde warten? So, göttlicher König. Dreckigen Eingänge. Der Hirsch stürmt heran. Oh, es war klar, dass sie sich zurückziehen. Ich bin bereit, für den Frieden zu arbeiten. Aber da kommen wir easy peasy noch ran. Und die werden jetzt erstmal platt gemacht. Es gibt kein Entkommen. Ja, er hat halt fast gar nichts, ey, aber er kann damit halt rumrennen und uns Außenposten kaputt machen. Das ist wirklich echt ätzend. Wir sehen uns gleich in der Schlacht. Ja, das ist aber soweit, sie hoffentlich schnell und blutig zu verjagen. Trockenbluthitze, klar. Eieiei. Heute ernten wir unseren Ruhm. Ach, warte mal, die hatten wir schon ein paar Mal. Kommen wir von zwei Seiten. Speere! Die erstmal alle. Warte mal, ich könnte noch näher ran. Habt ihr das nicht so weit? Bald nehmen sie vor Angst die Beine in die Hand! Oh, machen wir daraus eine Special-Truppe. Die da hier so durch den Wald kommen. Die wird er hier erstmal wahrscheinlich nicht sehen können. Streitwagen. Die packe ich erstmal in eine Gruppe. Wir werden einen blutigen Sieg warte mal, erleben. Hier ist kein Wald. Mach mal so. Winde leitet uns. Ja, Bogenschützen nehme ich auch hier mit. Der König dahin. Und er kriegt hier die Startschleuder dazu. Plänkeln aus. Ja. Start. Auf geht's. So. Sind die schon mal unterwegs? Ja, ihr kommt hier durch den Wald. Die kommen ganz von da. Das wird ein glorreicher Sieg! Bewegt er sich? Verschiebt sich, glaube ich, nur so ein bisschen zur Seite. Mal schnell machen.
Na, jetzt kommt er. Ah, stopp. Pause, denn dann können die sicherlich schon stehen bleiben, sonst würden sie noch ein bisschen laufen. Denn die laufen ja noch ein bisschen weiter vor. Da hier Bewegung drin ist. Die Elite schon mal hier so ran. Und die Wagen los. Ja, die können ja schon schießen. Dann laufen wir noch bis da. Und los geht's. Auf unsere Feinde wartet eine Überraschung. Unsere Feinde erwarten uns. Wir haben sie gesichtet. Schlagt ihre Schädel ein. Die Wurfspeerwerfer und ihr auf die. Verdunkelt den Himmel. Bewegung. Da sind sie ja. Da kommen schon die Wagen. Für die tausend Götter. Niemals aufgeben. Nee, braucht ihr nicht. Die Wagen kommen schon. So, mach mal ein Stäbchen hier. Sind eher die auf der Seite. Dann klatscht ihr da rein. Ihr klatscht da rein. Ihr könnt hier gleich noch die Klappe zumachen. Ihr könnt hier schon mal von hinten rein. Genauso wie ihr. Das sind die anderen beiden. Und weiter. Zielen und werfen! Wir sind unbezwingbar! So, jetzt können wir die Feldkämpfer ausschalten. Wartet hier! Da rein, da rein. Da ist nix. Geht ihr mal da noch mit ran? Zermalmt sie! Im Namen Khatis! Und die flüchten auch schon, da ist der Sieg. So, wir wollen ja alles erwischen. Die beide da drauf. Es ist schon gar nicht mehr so viel zu erwischen. Da sind nochmal Wagen. Nehmt ihr mal lieber die und ihr nehmt wieder von da oben nicht. Nee. Jetzt halt an. Können wir Schub geben. Na los, gebt euch einen Ruck. Ergebt euch. Immer noch alle drei Flaggen da. Ja, einer steht hier im Wald rum. Das erledigt, das müsste der letzte sein. So, ist es auch. Na, die haben wir mal easy platt gemacht. Da hast du gekriegt. Wehe, du machst noch einen Außenposten von mir kaputt. Zwei treue Hethiter haben wir hier leider verloren. Dann nehmen wir auf jeden Fall Ressourcen mit. Ist reichtig. Ich will nur, dass meine Beute leidet. Tja, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es am besten mache. Du Mana kommt dann am besten auch noch hoch. Damit es schön schnell geht. Naja, vielleicht so mit Co. runter von hier und dann hier hoch. Mit ihm auf die Stadt. Da hat er auf jeden Fall noch einen Beobachtungsposten.
sieht es hier mit Straßen aus? Also hier wäre eine Straße und die geht dann hier weiter. Es wird nicht gerastet. Gehe ich jetzt nochmal in den Marsch? Ich glaube, ich gehe direkt hier lang. Das Rudel folgt. So, was haben wir noch? Ja, bauen sieht wegen Steine erstmal scheiße aus. Müsst schon wieder ein bisschen handeln wegen Nahrung und Bronze. Die Klinge von Hati. So, Alawitzi ist hier. Könnte ein paar Bewegungspunkte gebrauchen, wenn ich dann da reingehe, falls ich hier diese Kaskaschen Eindringlinge irgendwie erstmal wegschlagen muss. Die haben mir eigentlich auch angezeigt, wie lange die noch durchhalten. Okay, die halten noch 4 Runden durch. Das ist natürlich schon sehr lange. Die Menschen wanken noch. Dann verstecke ich mich mit dem erstmal hier. Ja, und wie gesagt, wir müssen ein bisschen Nahrung und Bronze versuchen zu organisieren. Krati wird aufhören. Ich werde in die... Ich kämpfe für Hati. Mit Hubishna haben wir einen mit Nahrung schon mal. Wir müssen unbarmherzig sein. Purushana, nicht? Das ist ja komisch. Ich kämpfe. Ich werde weggenommen. Dieses Land vereinen. Der würde Holz nehmen und Holz haben wir im Moment echt gut im Plus. 617. Liegt euch etwas am Volk von Hati? Ich kann es wirklich nicht sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Solange es mein Volk ist. Nur mal so angenommen, nur wird es halt 1000 geben. 250, Alter, das reicht schon. Sehr schön. 200, das reicht auch schon. Hoho, der braucht aber dringend Holz. 150 ist schon fast okay. 9? Hä? 3? Immer noch nicht. Mann, komm, 5. Auch nicht. 156. Ey, sag mal, springst du hier mal um? Ah, 157, geht doch. Wie weit geht das hoch, wenn man mehr macht? Eins, fünf, sechs, drei. Komm, dann gehen wir mal so weiter. Das sind jetzt für 500 mehr fast 100 Holz mehr. Nee, ich guck mich nochmal woanders um. Wir machen hier wieder 157 hin. Nehmen den erstmal mit. Wir verstehen. Doch, Gott, die nicht. Wird aufhören. Kurz ich kann spreche andere Höhen. Schade, dass Ramses nicht da ist. Ich werde mein Volk... Ich bleib... Ja, vielleicht ist er nächste Runde da. Aber ich hoffe... doch, da, Ägypter, Ramses. Ich werde meine Heimat verteidigen. Raubfürst von Kanaan! Na, er ist zwar jetzt nicht gerade begeistert von uns, aber zumindest haben wir ja noch keinen Sieg. Zu großem bestimmt. Der hat Nahrung, Steine und Bronze, will Gold und halt Holz ist er auch nicht so dicke besetzt mit. Ramses, wir können Freunde werden. Wir könnten das im Duell regeln, wenn ihr euch traut. Ja, das schon, aber was willst du Kind denn gegen mich machen, ey? Ich ramm dir mal ein Geweih in den Bauch, Alter, und dann bist du fertig. So, nicht der Angriffspakt ist er jetzt auch nicht so abgeneigt, aber wir handeln erstmal ein bisschen mit ihm. So, 1, 5.
Das ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben. Komm, dann nehmen wir mal 1000. Es geht noch. Aber wenn ich jetzt sage, Ramses 250 Holz. So, und jetzt noch 200 Bronze. 310 Holz reicht ihm dann schon aus. Und dann machen wir erstmal wieder Plus in Bronze. Aha. Ja, da ist auch nichts zu machen. Dann lassen wir den erstmal auslaufen. So, dann noch das eine oder andere Steinchen erstmal. Ich glaube, fürs Erste reicht das. Wir machen immer noch Plusholz danach. In meiner Güte nehme ich an. So, das ist auch mal der Erste. Komm, wir versuchen mal noch einen. 91 Gold machen wir plus im Moment. 50? Sind 4,3? Das ist 1000 übertrieben. 750? Passt fast. 700 geht. Damit können wir vielleicht sogar noch einen rauskitzeln. Nee. Bronze? Ja, stecken wir uns hier noch 8 Bronze ein. Ja, und nun verschwindet. Ja, ist immer noch unfreundlich. Das kriegen wir hin mit Hanne, Ramses. Und irgendwann komme ich runter. Dann kommt Korunta runter und dann gibt's auch die Fresse. So, jetzt haben wir mit Ramses auch noch einen guten Handel gemacht. 1191 Nahrung minus. Da gab's gar keine Nahrung, ne? Wir beugt! Ich lebe, um zu dienen. Leider nicht. Naja, dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal so. Na, das geht doch wieder. Zumindest nahrungstechnisch überleben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen. Und da bimmelt doch genau der Wecker. Das hat ja wunderbar gepasst. Ja, dann haben wir das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.